she remix it for low. She my drag queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out. Ladies and Gentlemen, und wir fangen irgendwie jede Folge mittlerweile damit an, dass wir unseren schönen, grandiosen Leuten hier zugucken, wie sie duschen wollen, aber einfach zu doof dafür sind. Ja, wobei, sie haben offensichtlich gar keine Lust dazu. Komm, geh mal duschen hier, du Bot. Und der andere darf jetzt natürlich danach auch direkt duschen gehen. Dafür haben wir extra zwei Duschräume gebaut. Naja, was soll's. Unsere lieben Hunde sind der Meinung, hier könnte ein Tunnel sein. Oder ein Maulwurfsloch. Oder ein Loch mit einer Ratte drin. Oder was weiß ich nicht was. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie haben sie da geschnüffelt. Vielleicht auch eine runde Dame, ich weiß es nicht. Irgendwas wird sich da wohl versteckt haben, weshalb sie da so unfassbar auf dem Boden rumtrabbeln und irgendwelche Fähnchen hinkotzen, die dann so toll aussehen und irgendwie da der Meinung sind, uns irgendwas mal irgendetwas markieren zu müssen. Da hinten sieht so aus, als wäre da angeblich ein Tunnel. Ja, da ist auch definitiv ein Tunnel. Diesmal gebe ich es zu, da ist hundertprozentig ein Tunnel. Einige Leute hier haben offensichtlich ein kurzes Aufstandsbedürfnis. Das war Deutsch, meine Damen und Herren, nicht das andere. Wir möchten nämlich ganz, ganz gerne irgendetwas machen, aber ich weiß nicht so ganz was. Duschen haben wir momentan als Bedürfnis, Hygiene gar nicht mal so viel. Allerdings momentan eher Erholung und Essen. Ja, das darf sich natürlich gern drum gekümmert werden. Der hat Sleep als Hochbedürfnis. Ja, gut, schlafe. Wieso solltest du Schlaf als Bedürfnis haben? Da oben auch angeblich wieder ein Tunnel. Die mittleren brechen irgendwie nicht aus, aber die hier unten dafür umso mehr sind ja auch Hochsicherheitsfuzis. Also da habe ich ja natürlich jetzt... So, Sleep. Warum hast du Sleep als so großes Bedürfnis? Ja. Wer weiß es. Ich meine, dich sperre ich jetzt hier einfach mal. Wobei, du hast auch Essen als Dings, ne? Komm, weißt du was? Abriegelung permanent, dann kannst du schlafen gehen. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Komm, geh pennen, bevor du mir gleich wieder den Aufstand probst. Geh pennen. Du kannst pennen gehen, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, was du machst. Na, er möchte nicht. Ja gut, das ist ein Problem. Besucht mal irgendeine Wache sich mal eben da den Besuchungsgedöns da, damit sie mal hier den... Ja, da ist der Tunnel doch. Da ist er doch. Ja, und die sind sogar schon bis um die Kurve gekommen. Hey, da gibt's jetzt erstmal Schläge für den einen oder anderen. Sogar für ihn. Oh, und hättest du mal keinen Aufstand geprobt, wohl? Ja, da tut dir jetzt hoffentlich selber leid. Hier, beende Bestrafung. Was kriegt ihr jetzt noch dafür? Isolierung 4 Stunden, ja, das hat er sich selbst eingebrockt. Wenn er uns jetzt in der Zelle langsam aber sicher verreckt, das ist jetzt sein Problem. Tut mir wahnsinnig leid, aber irgendwie wollte er nicht hören. Da unten scheint aber tatsächlich irgendwie mal was zu sein, oder denke ich das die ganze Zeit? Nur, wir machen hier mal Zellenblockdurchsuchung nochmal, was den angeht. Wir müssen vielleicht auch nochmal eine Razzia machen, ich weiß es nicht. Im Moment hat hier oben die Werkstatt hoffentlich halbwegs genug Holz für die gleiche Zeit, für die Zeit, wo dann gleich immer endlich was abgeht. Es wäre echt praktisch, wenn hier oben die Werkstatt mal Holz hätte, weil die macht doch Umsatz. Hier sind auch ein paar Bäumchen. Was macht denn da die Kolonne an Drückebergern gerade eigentlich? Chillt die jetzt hier im Lager? Nee, die holt sich das Holz hier raus, ne? Nee, tut sie nicht. Die removed die Tunnel hier unten. Ja gut, dann haben sie natürlich auch zu tun. Bitte macht zu, ich wäre euch ganz dankbar. Alles schön verpackt und im Boden und zu. Hier noch das Loch im Boden. Fixen mal ganz kurz eben. Ich meine, die netten Wachen, die kriegen das ja unter Kontrolle. Ich kriege noch eine Abriegelung, mach mal Tür auf. Hier, der Tunnel muss auch noch weg. Kriegt ihr hin, ne? Jo. Unsere Baumschule vom letzten Mal sieht auch eigentlich ganz schnöfter aus oder ganz schnieke. Ich weiß es noch nicht so ganz. Im Moment ist Essen gar nicht mal als Hauptbedürfnis, sondern Hygiene und Erholung. Oh, Erholung ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Vielleicht müssen wir einfach am Tagesplan auch nochmal Erholung beipacken. Denn im Moment müssten die mit einer Stunde Essen eigentlich vollkommen zufrieden sein. Ich möchte jetzt mal ganz kurz die Stunde abarbeiten und dann dürften die hier auch gerne... Jo, zack. Dann dürfen die hier auch gerne hier mal Hofgang drin haben in der Zeit. Zack. Also nicht nur die, sondern auch die anderen. Hofgang. Dann kriegen sie auch ein bisschen Erholung. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Und außerdem schlagen sie dann nicht die Kantine zusammen. Das kostet uns Geld. Wenn sie auf dem Hof was zusammenschlagen, was sollen sie großartig machen, ne? So, was ist mit dir los? Du hast Hygiene als ganz großes Bedürfnis. Du kannst... Oh, da ist der erste gestorben. Oh, was ist der Verräter? Ja gut, was soll ich machen, ne? Wenn der Verräter ist... Ach, der da war's. Bestraft gefangen, ich wollte schon sagen. Hier, du kannst ruhig mal da stehen bleiben. Ja, wehe, du haust jetzt ab, woll. Hier, gib mir mal... So, dann kann direkt durchsucht werden. Zum Glück achten die Leute auch darauf. Du hast ernsthafte Verletzungen und einen Mord. Und dann kriegt der Typ jetzt auch hier drei Leute. Oh, 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 ich höre, aber... Na, toll. Warum machst du denn so eine Scheiße? Bestraft gefangen, nur weil du nicht duschen gehen konntest. Da möchte der Nächste in Aufstand proben. Hey, nachdem die letzte Folge gut war, muss diese Folge scheiße werden, oder was? Ich glaube, geht los hier.
ehemaliger Gesetzeshüter müsste eigentlich wissen, dass das keine gute Idee ist. Kriegt Abriegelung und Isolierung kriegt er nicht. Hier Isolation dauerhaft, sonst ist er tot. Wenn er aus der Isolierung rauskommt, ist er tot. Der kriegt jetzt seine scheiß verdammt hässliche Abriegelung da, kriegt sogar noch hier Bestrafung, Abriegelung 12 Stunden obendrauf, weil er Scheiße gebaut hat. Muss es lernen, tut mir leid, aber ich darf den nicht in die Isolierung stecken, sonst gibt es hier echt Probleme. Ja, im Moment haben wir wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, Holz zu machen. Und ab 10 Uhr ist ja schon Arbeiten angesagt. Bis dann sollte das Gefahrenlevel möglichst nicht mehr da sein. Das sieht auch ganz gut aus, es wird gut und grandios abgearbeitet. Bis auf die Leute, die hier die ganze Zeit in Einzelhaft rumhocken. Gut, gibt es auch für alle Erholung, das sieht ja ganz gut aus. Aber... Ja gut, Kleidung ist momentan auch noch so ein Problem, aber jetzt ist so gerade Arbeitszeit und das heißt, unsere lieben Leute können in ihrer Werkstatt da oben endlich wieder Umsatz machen. Schleppt den ruhig noch ein bisschen mehr Holz da rein, ihr werdet gleich noch mehr anliefern müssen. Und wir machen jetzt übrigens ganz kurz mal eben schon mal als Feststellung, das hier wird wieder hohe Gefahrenstufe. Aber die Lager werden gemeinsamer Bereich, hier soll ja nur Holz drin gelagert, also es soll auch Holz drin gelagert werden. Deswegen wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn wir da, so, zack, das Ding da oben ist fertig. Mehr Leute rein, arbeitet bitte, kommt zu eurer Stelle, macht mir Geld in die Kassen. Dafür, dass wir Leute entlassen, kriegen wir zum Glück gerade auch noch Geld ohne Ende. Aber gut, das muss ja auch so sein, weil sonst ist ja langweilig. Mehr Holz verarbeiten, mehr Holz einnehmen, immer weiter und immer mehr von allem drum und dran. Was macht der jetzt, warum bringt der Holz hier raus? Nein, tut er nicht, er stapelt das hier nur. Er verteilt es in der Werkstatt drin und so soll es ja auch sein. Unsere Mitarbeiter schleppen ja auch Holz ohne Ende hier rein. Hauptsache, das wird endlich mal ein bisschen unter Kontrolle gebracht. Zumindest finde ich das hier so halbwegs angenehm. Gut, so. Holz wird ohne Ende produziert jetzt hier. Das heißt, der ganze Holzvorrat von uns wird jetzt problematischerweise komplett abgearbeitet. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das, was hier drin liegt, größtenteils weg ist nach diesem Arbeitstag. Ich meine, die arbeiten einfach akkord und weg ist es und fertig ist. Also irgendwie, weiß ich nicht. Wir kommen vermutlich nicht mal dazu, genug Holz nachzufällen und bis dahin ist schon längst alles wieder zehnmal weg. Zack. Möglichst viele Leute sollten übrigens an der Säge dran stehen und nicht da dran stehen, hier irgendwie Holz durch die Gegend zu schleppen. Wobei logischerweise, wenn voll ist, muss weg. Das ist logischerweise nachvollziehbar. Ich meine, was da jetzt so rumliegt, wenn ihr das auf dem Boden lagern müsst, dann lagert es halt auf dem Boden. Das ist mir eigentlich relativ egal. Jo, wie dem auch sei. Ist schön. Es läuft. Jo, ansonsten. Im Moment muss ich eigentlich mal ganz kurz, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss mal ganz kurz einen Stift nehmen und ich muss mir mal ganz, ihr könnt hier den Leuten mal kurz beim Arbeiten zusehen, ich muss mal ganz kurz hier Zettel notieren, hier, wo sind wir denn? 5-4, ja, das muss ich mal ganz kurz aufschreiben, wer sich fragt, warum, das hat schon seine Gründe, ich habe hier so meine Zettelwirtschaft, welche mich hinterher weiß, wo ich hier diese Folge schneiden muss und so weiter und so fort, also, ne, das nur mal eben zur Anmerkung. Ansonsten, hier wird Holz produziert ohne Ende, ich sage relativ häufig, ansonsten, ich sage auch relativ häufig allen anderen Scheiß, aber interessiert mich jetzt einfach nicht, denn wir machen Umsatz mit diesem Holz und deswegen liebe ich es, da gerade zuzugucken. Wenn wir das heute Abend verkaufen, wie gesagt, bis 5 Uhr wird gearbeitet und wie ich ja bereits angekündigt habe, ich gehe davon aus, dass der Großteil von dem Holzzeug, der hier rumliegt, weg ist. Bis heute Abend. Hier an die Säge könnte noch was dran, das wäre gar kein Problem. Oder hat keiner nötig, gerade da was dran zu tun, glaube ich. Möchte keiner, ja gut, dann möchte es halt keiner. Hier, ich mache euch mal die Türen auf, damit ihr da auch gerade raus könnt. Holz wird hier sogar noch ohne Ende reingelacht. Ach so, weil die noch auf Lieferung warten. Ja, die Kommunikation. Es läuft hier, aber irgendwie kann auch kein Mensch hier an den Zimmermannstisch gehen und arbeiten. Ich weiß nicht warum. Ja. Gut, was soll's? Ich find's eigentlich ganz in Ordnung. 5 Gefangene zur Entlassung bereit, bald die Entlassung 5. Es läuft. Es läuft einfach grandios. Das ganze Holz hier wird auch gestapelt ohne Ende. Hier wird auch immer mehr Holz reingeliefert. Von der Hochsicherheitswerkstatt, weil die vermutlich gerade auch ihre Probleme hat, noch mit klarzukommen hier mit dem Scheiß. Ja, sieht gut aus. Also hier lagert natürlich momentan noch Holz ohne Ende. Aber das wird natürlich auch nicht wegtransportiert, weil es in der Werkstatt drin liegt. Hier arbeiten auch Leute drin, obwohl es keine Werkstatt mehr ist. Also, ja. Das Spiel muss man nicht verstehen. Ich glaube, wenn man hier eine Werkstatt hat, dann muss man auch zuweisen, dass das erst die Arbeitsplätze wegmachen und dann die Zuweisung wegmachen, dass das Werkstatt ist. Sonst rafft das Spiel das, glaube ich, leider nicht. Naja, wie dem auch sei. Machen wir vielleicht auch mal ganz kurz eben hier mal kurz, wobei, gut, sie arbeiten jetzt gerade, aber wir machen jetzt natürlich immer eben die Zuweisung für die Werkstatt. Hier sind gar keine Leute drin angestellt. Ich mache hier gerne noch 10 Leute rein. Meinetwegen ist das auch immer noch Werkstatt, aber dann müssen wir das Holz so doof verteilen und durch die Gegend schleppen. Und hier arbeiten jetzt einfach Leute drin, obwohl da nicht mal Werkstatt drin ist. Ja gut,
Was soll's, hat sich so ein bisschen festgebackt. Wenn die Leute jetzt hier nachher jetzt nicht mehr da arbeiten, ist mir das auch egal. Ne? Also morgen oder was weiß ich nicht wann. Hier die Werkstatt steht eigentlich größtenteils, weil sie an fertigem Holz vollkommen überfordert ist. Und auch überfüllt. 3 Uhr nachmittags haben wir. Die lieben Mitarbeiter können noch ohne Probleme arbeiten und weitersägen. Im Moment sparen die, glaube ich, so ein bisschen Platz, weil sie ansonsten auch echte Probleme kriegen. Lauf nicht durch die Säge durch, mein Freund. Das kann wehtun. Wenn du da mit dem Arsch dran kommst, kannst du da tagelang nicht sitzen. Das kann ich nicht empfehlen. Vielleicht auch dein Lebtag nicht mehr. Das wäre echt traurig. Naja. Unsere netten Gefangenen hier produzieren gerade Holz in Millionen wert. Ich glaube nicht Millionen, aber ich glaube, wir könnten diesen Tag hier locker. Locker. Locker, locker, locker. Ich sag jetzt einfach mal was. Ich sag einfach mal, wir nehmen heute durch Holz 80.000 ein. Ja, sag ich jetzt einfach. Also grob. Roundabout plus minus 2.000. 80.000 durch Holz. Das behaupte ich jetzt einfach mal eiskalt. Ja, also 80.000 durch Holz, 32 ist glaube ich ne, 20, 20, 20er Stapel, 24er. Ich glaube 32 ist das Höchste, was die hier momentan tun. Ich gehe mal einfach davon aus. Ich glaube, mit 80.000 sind wir gut dabei. Ich meine, das komplette Holz aus dem Ding hier ist fast weg. Aber jetzt ist 5 Uhr, jetzt ist die Schicht vorbei. Macht euch mal da raus. Bumstig. Wir sind alle aus der Werkstatt raus. Unsere Leute schleppen mir zwar noch ganz gedönst durch die Gegend, aber jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Also nicht nur in dieser Werkstatt übrigens die 80.000. Entschuldigung, aber das hier muss ich mal ganz schnell machen, weil sonst schickt das Programm ja nicht, dass ich das addiert haben möchte. Na, wir haben schon 42.000. Das kann auch noch raus, das kann auch noch raus, das kann auch noch raus. Ich weiß, ich habe da oben den 56.000 haben wir schon mal. Plus 2.000, also 56.000 haben wir gehabt. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz zack, 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 zack. Plus 12.000, also plus 13.000, sind wir bei 59, 69.000. Oha, hängt jetzt an der Werkstatt hier. Eieiei. Plus 6.000 haben wir. Wir machen Pause. Wir haben 56 plus 12 plus 6. Also haben wir 62 plus 13 sind 69, 79.000. Ja, ich habe gut geraten. Oh, ich habe mal gut geraten. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Wir haben 80.000 nur durch Holz eingenommen. Und ich habe, wie ich in der letzten Folge prophezeit habe, genau 450.000 Dollar. Ja, hat doch geklappt. Ich freue mich gerade echt nass ab darüber, dass wir hier wenigstens Dings haben, ne? Und jetzt kommt natürlich dummerweise doof, wie dieses Spiel nun mal ist, in seiner behinderten Scheißart und Weise hier die kompletten Scheißmetallplatten wieder rein. Alter, fick dich, Spiel. Du bist so scheiße, was das angeht. Ey, ohne Spaß, warum macht der Entwickler sowas? Mann, fix das doch mal raus. Das ist beschissen. Ich möchte nicht Metall verarbeiten. Das ist keine Werkstatt. Das dort hat auch keine Jobs und ist keine Werkstatt. Hier wird kein Metall verarbeitet. Vergesst es. Denk nicht mehr drüber nach, Spiel. Du bist behindert. Richtig behindert, was das angeht. Tut mir leid, mein Laune schlägt direkt wieder um, wenn ich sowas sehe. Wir haben gerade vermutlich 50 Millionen Dollar für Metall ausgegeben. Da habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich nicht. Nein, nein, da habe ich keine Lust drauf. So. Bewegt Steel Metal. Ja, wohin denn? Jetzt verteilen die das im kompletten Knast mit ihrer Scheiße da, Alter. Nein, ich habe da keinen Bock drauf. Was soll der Mist? 2 LKWs randvoll mit. 3 LKWs voll mit. Oh nein. Hau den Entwickler doch auf die Schnauze, wer das programmiert hat, Alter. Was soll das denn? Ich hab doch keinen Bock da drauf. Warum muss ich mich jetzt darum kümmern, wieder jede Metallplatte anzuklicken und die zu löschen? Ach, warum denn? Boah, nee. Oh nee, oh nee, nee, das muss ich jetzt nicht haben. So. Was hier jetzt rumliegt, mache ich jetzt schon mal direkt auf wegwerfen. Irgendwann schreibe ich in den. Wartet mal. Wartet, wartet, wartet mal. Ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Wir gehen jetzt mal. Wir probieren jetzt mal was aus. Warte, 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 warte. Ich gehe jetzt mal da drauf. So. So. So, jetzt mache ich mal hier kurz Game-Aufnahme weg. Seht ihr den Monitor? Ist das nicht toll? So. Spiel speichern. Da drauf. So. Mach mal speichern. So. Jetzt gehen wir auf Option, nein, doch Optionen, Sprache, Englisch, auswählen. Ich will wissen, wie das Spiel den Metallzeugs jetzt hier genannt hat. Komm. Komm. Nicht abstürzen. So. Play now. Das nennt sich Sheet Metal.
Sheet Metal. Gut. Love Prison. Wir gehen auf den Dateiordner von Prison Architect. Wir gehen auf unsere Season 3. Wir gehen auf Öffnen mit WordPad. Wir sagen Steuerung K. Wir sagen, rufen nach Sheet Metal. Müsste es ja eigentlich. Gibt's das nicht? Komm schon. Da. Sheet Metal. Und ersetzen. Ach so, das ist aneinander geschrieben. Metal, logisch im Programmcode. So. Ersetzen durch Garbage. Alle ersetzen. So. Ah, habe ich jetzt auf Abbrechen? Ist das jetzt immer noch da? Steuerung H. Na, gibt's das noch? Ja, Sheet Metal ersetzen durch Garbage. Okay, so. Und jetzt schließen und jetzt speichern wir den Kappes. Und jetzt gehen wir wieder da drauf und dann laden wir unseren Season 3 Knast nochmal. Ich habe jetzt gerade kein Backup davon gemacht, fällt mir gerade auf. Ach, schon, scheiß drauf. Wenn es geklappt hat, hat es geklappt. Wenn nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt. Zack. So, der ganze scheiß Metallschrott ist hier raus. Und ist ersetzt worden nicht durch Garbage, sondern ist durch Stack. Ja, was ist das denn hier? Mann. Was machen die mit dem Scheiß hier? Keine Ahnung. Es ist ersetzt worden. Es ist kein Metall mehr. Gut, das gefällt mir doch ganz gut. Na gut, komm. Müssen wir halt trotzdem noch was anklicken. Ich meine, aus irgendwelchen Gründen macht er jetzt kein Garbage mehr daraus. Ich hoffe mal, ich habe das auch richtig geschrieben. Ja, tut mir leid, aber Stack habe ich definitiv nicht geschrieben. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ganz froh. Wir müssen es halt trotzdem anklicken, aber es wird zumindest nicht mehr verarbeitet. So, weg und weg. Schmeißt das mal ruhig alles in den Müll. Ich halte euch nicht auf. Hier oben liegt bestimmt auch schon 12 Tonnen von dem Scheiß drin. Ja gut, das unterscheidet sich jetzt weniger gut vom Holz, aber komm. Ich will auch kein Geld für den Müll ausgeben. Spiel, lass den Scheiß doch. Ich meine, das hier kann in die Tonne. Das 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 kann in die Tonne, wie ich gesagt habe. Bringt's weg. Das kann in die Tonne. Das kann in die Tonne. Wenigstens wird es jetzt auch direkt von unseren Mitarbeitern. Guck mal, da hat sogar einer überlebt. Ich weiß nicht mal warum. Und da unten wurde angeblich ein Tunnel gefunden. Ja, Moment. Und da, nee, da nicht. Da ist eine Wasserrohrleitung, ich weiß. Lagert das Scheißholz lieber in der Werkstatt, hier im Lager, dann ist das wenigstens sinnvoll für alle Leute zur Verfügung stehend. Das kann auch direkt in die Mülltonne. Bitte schmeißt es weg, ich will es gar nicht erst hier haben. Dumpstack, schmeißt einfach weg. Danke. Bitte, schleppt hier das ganze Holz ins Lager oder was weiß ich nicht wohin. Schmeißt es jetzt echt hier unten rein? Nee, ich schmeiß ins Lager, oder? Jo, gut. Gott sei Dank. Macht das Lager randvoll mit Holz und entsorgt das scheiß Metall hier raus. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keinen Bock mehr da drauf. Das ist echt das Nervigste, was ever an diesem Spiel dran war. Dadurch, dass sie die ganze Zeit so einen Müll dahin schmeißen. Was soll das? Ich meine, es gibt ja nicht mal einen Trick, das zu verhindern. Selbst wenn ich habe ja nirgendwo so eine Presse oder eine Hydraulikpresse. Dann holt ihr das ja trotzdem. Das ist ja das Deprimierende. Was machst du damit? Ach, du Bot. Du sollst das nicht nach... Workman. Lass das. Nicht leid. Aha. Lauf. Bevor ich einen Anfall kriege. Lauf einfach. Ich kann das nicht mal durchswitchen. Ach. Was soll das denn? Ach Mann, das geht mir doch auf die Eier. Dump. Nein. Dump. Weg. Nichts davon muss ins Lager. Das kann alles direkt in die Mülltonne. Weg. Weg. Ich will den Scheiß nicht hier haben. Vergesst es. Denk nicht mal dran. Nein, das muss nicht nach Storage. Nein, das muss nicht nach Storage. Das kann auch in die Mülltonne. Mülltonne. Und Mülltonne. Achso, das war schon ausgewählt. Entschuldigung. So, jetzt bringt der den Scheiß hier auf jeden Fall noch eben... Ja, toll. Du gehst jetzt dahin. Und dann schmeißt du das jetzt in den Müll. So, kümmere dich darum, dass hier alles einfach in den Müll kommt. Du hast ja gerade eh nichts zu tun. Kümmere dich darum, dass das, was hier Metallmüll ist, auch schnell wegkommt. Zack, in den Müll damit. Warum spawnt das Zeug hier neu? Nee, tut es nicht gut. War nur ein Grafikglitch. Alles schön in den Müll damit. Jo, perfekt, alles entsorgt. Und hier oben, das hier drin ist, ist auch weg. Hui, das war aber knapp. Also wirklich, deswegen brauche ich so einen riesigen Holzvorrat. Wir haben echt das Problem, wir brauchen so viel Holz, dass wir das niemals zusammenkriegen werden. Ist ja echt ein Problem. Wir können so eine kleine Werkstatt betreiben, so eine noch. Aber niemals so eine. Weil die arbeitet zu schnell.
Zwei davon erst gar nicht. Also wirklich, da muss man ehrlich sagen, gut, dass wir hier unten diesen riesigen Krabbes hingebaut haben. Damit wir wenigstens das, das nutzen können. Was wir mal eben machen können, ist jetzt natürlich unter Options Language mal eben hier auf Deutsch stellen können. Warum? Ich hatte es doch fast ausgewählt, du Bot. Language. Jetzt muss ich das wieder raussuchen. Da, Prison Architect auf Deutsch. Warten, bis er es übernommen hat. Oder draufklicken, ich habe keine Ahnung. Select. Prison Architect bekommt eine Rückmeldung. Und jetzt ist es wenigstens wieder da. Wenigstens läuft es jetzt wieder. Auch auf Deutsch meinetwegen. Ja, im Lager ist Holz. Ich möchte alle Lager ran voll überfüllt haben mit Holz. Dann kann das hier nämlich. Und das hier voll mit Holz. Und dann macht das ja nichts mehr. Dann ist das alles weg und dann fertig ist. Aber den Metallmüll, den kann ich nicht mehr sehen. Das geht mir echt auf die Nerven. Das muss weg. Ja, so. Jetzt habe ich mich wieder abreagiert. Jetzt geht's mir wieder gut. Geht's mir jetzt wieder. Ah, Mann. Mann, Mann, Mann. Das kann ich nicht leiden. Das kann ich echt nicht leiden. Und schafft mir mal mehr Holz hier ran. Mein Gott. Ja, liebe Leute, ich denke mal, mit dieser aktuellen Zeitangabe sind wir aber auch zu Ende in dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, was wir machen. Ich denke, wir müssen auf Holz warten und dann können wir einen Zellentrakt bauen und so weiter und so fort. Ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.